Hier ist eine kurze und knackige Morgen-Mobility-Routine. Du brauchst kein Equipment, nur 2 auf 2 Quadratmeter Platz. Viel Spaß dabei. Wir starten in einem Stand etwas mehr als schulterbreit. Beine sind gestreckt, Hände gerne hier an den Hüften anlegen. Und ihr schiebt die Hüfte nach vorne und dann fangt ihr an, über die Seite die Hüfte nach hinten zu kreisen und kommt über die andere Seite wieder nach vorne. Wenn ihr vorne angekommen seid, drehen wir über die Seite, über die wir gekommen sind, zurück. Insgesamt hier von 20 Wiederholungen und wir versuchen, den größtmöglichen Bewegungsumfang in der Hüfte zu nutzen. Ihr dürft gerne etwas schneller werden nach den ersten paar Wiederholungen, wenn sich die Bewegung gut anfühlt. Und hier vorne dürft ihr gerne mal auch den Arsch, den Gesäßmuskulatur anspannen und wirklich die Hüfte nach vorne schieben. Und wir machen die letzten 5 Wiederholungen gemeinsam. Und noch 4, 3, 2 und noch ein letztes Mal zurück. Super. Schüttelt gerne die Beine aus und dann geht's zur nächsten Übung. Das sind die Spine Waves. Ihr steht etwas enger, schulterbreiter bis hüftbreiter Stand. Und wir rollen uns nach unten ab, versuchen mit den Händen den Boden zu berühren. Und dann leiten wir die Bewegung durch die Hals-Brustwirbelsäule wieder auf und kommen nach oben. Dann zieht uns wieder der Kopf, wird schwer, nach unten herab in die Vorbeuge. Und dann werden wir wieder am Kopf nach oben gezogen. Stellt euch vor, ihr habt hier ein Seil und entweder zieht euch das Seil nach unten zum Boden und jetzt zieht es euch wieder nach oben. Versucht die Bewegung langsam und kontrolliert auszuführen. Und achtet wirklich darauf, dass sich erst der obere Teil eurer Wirbelsäule einrundet auf dem Weg nach unten. Und dann auf dem Weg nach oben überstreckt ihr erst den oberen Teil der Wirbelsäule. Super. Geht von der Tiefe her so tief ihr könnt. Es sollte sich jetzt aber nicht schmerzhaft anfühlen, sondern angenehm. Das Ganze hier ist eine Morgenroutine. Und es geht jetzt nicht hier darum, in erster Linie unsere Beweglichkeit zu verbessern, sondern einfach nur einmal geschmeidig in den Tag starten zu können. Und die letzten Wiederholungen machen wir wieder gemeinsam. Und Nummer 3, ihr kommt nach oben. Und vorletzte. Und die letzte Wiederholung noch einmal. Abtauchen. Und kommt nach oben. Super, im Stand bleiben. Wieder. Arme, Beine ausschütteln und ich wechsle hier in der Die Ringe App einmal zur nächsten Übung. Das ist die tiefe Hocke mit einer Rotation. Auch hier wieder Schulter, Hüftbreiter Stand, so wie es für euch angenehm ist. Ihr geht in die tiefe Hocke rein. Versucht, dass ihr in der tiefen Hocke mit der Ferse
auf dem Boden seid. Wenn das für euch zu schwer ist, schnappt euch ein Handtuch, ein kleines Buch und legt das unter die Ferse. Jetzt fassen wir mit unserer Hand das gegenüberliegende Sprunggelenk an und rotieren uns nach oben zum Himmel. Wenn ihr jetzt merkt, es geht hier nicht weiter, dürft ihr gerne etwas hier mit der Ferse abheben, dann könnt ihr noch höher euch zum Himmel rotieren. Und noch 5 Wiederholungen gemeinsam für die linke Seite. Also ihr dreht euch nach links oben hoch und die letzten 4. Drei. Zwei. Und die letzte Wiederholung. 1. Das waren jetzt insgesamt 10 Wiederholungen für die linke Seite. Das wiederholen wir jetzt auch noch einmal. Rechts greift mit der linken Hand an das rechte Sprunggelenk und mit den rechten Fingern Richtung zum linken Fuß. Und dann rotieren wir uns auf zum Himmel. Und ihr seht, ich hebe hier etwas mit der linken Ferse ab, weil meine Hocke auch nicht die beweglichste ist. Aber so kann ich mich hier weiter nach oben rotieren. Und die Hälfte haben wir. Noch 5 Wiederholungen. 3. 2. 1. Super. Verweilt noch einen kleinen Moment in der Hocke und dann kommt langsam hoch. Und schüttelt einmal wieder Beine und Arme aus. Und ich wechsle zur nächsten Übung, dem Kniesitz-Stretch. Dafür geht es für uns jetzt wieder nach unten in die Hocke. Und dann legen wir die Knie auf dem Boden ab. Ihr seht jetzt hier, dass ich auf meinen Zehen bin. Wenn das zu unangenehm ist für eure Zehen, könnt ihr die Füße auch ablegen. Ich empfehle es euch jedoch, die Zehen hier aufzustellen. Dann habt ihr gleichzeitig noch eine Dehnung mit, die über den Fuß geht. Jetzt stellt ihr die rechte Hand hinter euch ab und spannt das Gesäß an, drückt die Hüfte nach oben und greift mit der linken Hand so weit nach hinten, wie ihr könnt. Kommt nach vorne, wechselt die Seite, linke Hand hinter euch abstellen. Und greift mit der rechten Hand nach hinten, soweit ihr könnt, und spannt hier fest das Gesäß an. Und dann spürt ihr eine Dehnung hier über die Hüftbeuger und vielleicht sogar bis in den Bauchraum rein. Und wir wechseln hier abwechselnd die Seiten. Und noch 10 Wiederholungen. Die Hälfte habt ihr geschafft. Spannt jedes Mal fest das Gesäß an und schiebt die Hüfte nach vorne und greift so weit nach hinten, wie ihr könnt. Macht euch lang, streckt euch. Und dann starten wir gemeinsam mit den letzten 4 Wiederholungen. 4, 3, 2 und 1. Super. Dann schiebt euch zurück in die Hocke,
kommt in den Stand. Und die letzte Übung ist dran für uns. Die Schulterdrehungen. Ihr seid im Stand, Hüft-Schulterbreiter Stand wieder. Wir strecken die Arme aus und wir drehen immer eine Handfläche nach oben zum Himmel und schieben unseren Oberkörper in diese Richtung und dann zur anderen Seite. Das ist ein bisschen wie so eine ägyptische Figur, die auf den Pyramiden aufgezeichnet ist. Verlagert gerne ein bisschen auch das Gewicht dann immer zu der Seite, wo ihr euch hinstreckt. Und die letzten 5 Wiederholungen wieder gemeinsam. 4, 3, 2, 1. Super. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Abonnieren hier auf dem Die Ringe Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Macht's gut. Ciao.